knapp, ihr stinkenden Stinker. Heute schauen wir uns mal ein Experiment an. Und zwar kann man einen Tresor kaputt machen, knacken mit Granaten, Böllern und was auch immer für Dinge. Wenn es euch gefällt und wenn ihr öfters Experimente wollt, dann smasht den Daumen nach oben, Leute. Und ganz wichtig, falls du neu bist auf diesem Kanal, lass ein kostenloses Abo. Es gibt jeden Tag 2 Videos. Ich weiß, jeder YouTuber sagt es, aber komm, gib mir mal eine Chance. Wir sind doch dicke. Komm, du und ich, wir zwei. Ab heute sind wir dicke. Oder so. Komm, keine Ahnung, abonnier. Okay, Warnung, nicht nachmachen. Es sind Profis, Leute. Wie immer die gleichen Regeln. Okay, let's go. Also, wir haben hier unseren Tresor. Gut, das ist also ein echter Tresor, der auch wirklich funktioniert mit PIN-Code. Oder, Alter, sorry, dass ihr da jetzt das sehen musstet, aber ich habe hier absolut so ein juckenden Ding. Normale Reaction-YouTuber. Oh mein Gott, ich habe da so ein juckendes Ding. Okay, also wir packen ganz viel Cash rein, machen den Tresor zu. Tresor ist verschlossen und man bekommt ihn nicht mehr auf, okay. So, das ist der andere Dude. Und der andere Dude, ich denke mal, das sind wir versuchen den jetzt zu knacken. Okay, also Code geht nicht, man kriegt ja nicht auf. Schlagen bringt auch nichts. Alright, wir fangen an mit dem ersten. Okay, schnell weggehen. Jetzt bin ich gespannt, Bro. Und? Bro, wieso bin ich so schreckhaft bei Das war nicht mal laut. Ich erschrecke mich immer bei so Knalldingern. Okay, nichts ist passiert. Gar nichts. Nummer 1 hat nichts gebracht. Wir gucken weiter. Werden wir es hinbekommen? Glaubt ihr, Leute? Irgendwie habe ich es. Ich habe das Gefühl, dass wir es hinbekommen, den aufzuknacken. So. Zündschnur geht los. Wir laufen schnell weg. Alright. Oh. Der war laut, Bro. Der war laut, Bro. Nichts passiert. Krank. Gar nichts. Nichts hat sich verändert. Okay. Nächste wird immer größer und größer. Wir werden immer krassere Böller und Explosionen und so nehmen. Okay, wird gezogen, hingestellt. Oh. Ah, nee, das ist nur die Flamme vorhin gewesen, die das ein bisschen angebrannt hat. Aber auch keine Delle, nichts. Guckt euch das an. Geht immer noch nicht auf, Bro. Krank. Boah, ich weiß nicht, ob wir den aufbekommen. Ich weiß doch nicht. Okay, 4 Wunderkerzen. Ja, die werden safe nichts bringen. Wunderkerzen werden halt safe. Ja, okay, wobei, wenn man so überlegt, so in so Filmen tun die auch immer so alles weg, mit so einer Kettensäge, die dann so heiß ist oder so, ich weiß auch nicht, so weg flambieren. Oh, ich nehme alles zurück, Bro. Das sieht krass aus. Bro, ich nehme alles zurück, warte mal. Als ob wir jetzt mit den Dingern reinkommen. Warte mal. Und? Nee, hat nichts geändert. Hat gar nichts geändert. Hat gar nichts geändert. Geht immer noch nicht auf. Man kann immer noch die Tasten drücken. Wow. Geht immer noch nicht auf. Krass, okay. Was kommt jetzt als nächstes? Was kommt als nächstes? Alright, wir binden das. Wir binden irgendwas fest anscheinend. Ach, das ist so ein kompletter Knaller, der einmal drumherum geht, oder? Okay, das ist so eine Knallschnur. Ja, Bro, das ist also, das sieht man doch gleich, dass das nichts bringt. Bro, das hörst du ja auch, dass es nichts bringen wird. Ja, Bro, das sind ein paar Babyböller, das bringt gar nichts. Nee, das ist, Digga, das ist Trash. Da, so kriegst du nicht den Tresor auf, also das ist Müll. So kriegst du den nicht auf, Brudi. So kriegst du den nicht auf, mein Bester. Okay, wir nehmen P2000. Keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht, Leute. Und? Wow! Boah, der war laut. Der war laut, Digga. Der war laut. Oh mein Gott, jetzt geht's nochmal eine Nummer größer. Oh, langsam wird's interessant. Ey, jetzt wird's echt interessant, Leute. Denkt ihr, es geht auf? Und? Oh, der wird laut, der wird laut, der wird laut. Der wird laut. Boah!
Wow! Ihr müsst mal überlegen, was der wegspringen kann. Nicht eine Delle. Guck mal. Nicht eine Delle. Wow! Alter, Mega-Banger. Okay, der sieht ganz, ganz, ganz gefährlich aus. Bro, jetzt bin ich gespannt. Der sieht ganz böse aus. Der sieht ganz böse aus. Wir gucken. Oh mein Gott, nein, sowas ist nie ein gutes Zeichen. Wow! Ach du Heilige. Bro, die erste Delle ist drin. Die erste Delle ist drinnen. Deckel ist weg. Man kann immer auf den Tresor drücken. Guck mal, wie krank das ist. Aber man kriegt ihn nicht auf. Bro, wieso jubelst du? Der ist da noch nicht mal offen. Oh mein Gott, NT777. Bro, ich will nicht wissen, was das für Dinger sind. Wieso stellt ihr den oben drauf und nicht da unten rein? Die wollen es doch aufknacken. Ja, ich wollte gerade sagen, okay. Gut, lauf weg, Bruder, lauf weg. Ihr kennt immer die bösen Böller an so einer Fackel am Anfang. Boah! Junge, das sind kranke Dinger jetzt. Das sind kranke Dinger jetzt. Wow, wir haben den offen. Haben wir ihn offen? Er ist fast auf. Noch eine Delle und er ist auf. Bro, wir haben es gleich. Zahlenkombination weg. Digga, man kann da doch nicht mehr drücken, ey. Man kann da doch nicht mehr drücken. Bro, wenn, also mit dem sollte es vorbei sein. Mit dem sollte jetzt Retalk vorbei sein, Leute. Schaut euch mal dieses Ding an. Mit dem sollte vorbei sein. Mit dem sollte vorbei sein. Guck mal. Jetzt guck mal. Jetzt guck mal. Digga. Wieso geht er nicht los? Wow. Jetzt ist offen. Es ist immer noch nicht offen. Bro, als ob. Ich war mir sicher. Man kann das Ding immer noch drücken. Das gibt's doch nicht. Man kann es immer noch drücken. WTF. Ja, Bro, also jetzt ist vorbei. Was ist denn das für ein Ding? Bruder, also bitte, was ist das für ein Ding? Jetzt ist vorbei, Leute, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei, pass auf, jetzt ist vorbei. Also jetzt ist vorbei. Bro. Oh mein Gott! Ich hab's nicht gesagt, es ist vorbei. Das Geld fliegt raus, es regnet Geld, Hälfte abgebrannt. Schlechte Investition. Bro. Das war aber auch vorhersehbar. Bei so einem fetten Ding war das vorhersehbar, Bro. Das war viel zu vorhersehbar. Krank, guck mal. Alles offen. Es hat sogar eine Metallwand weggehauen. Wow. Da ist das Geld. Da ist das Geld. Ladies and Gentlemen, wir haben den Tresor doch noch geknackt. Ich hab's euch gesagt. Ich hab euch gesagt, ich glaube, wir schaffen es. GG's, Alter. GG's. Ladies and Gentlemen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Was lernen wir daraus? Tut niemals eure Sachen in Tresor, weil da kann man mit Tschechenböller aufspringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Komm, schalt ab jetzt. Hau ab. Tschüss.